Das ist das Trackster P14B, ein Notebook von der deutschen Marke Trackster, welche mit qualitativen Geräten überzeugen wollen und dieses Ziel im Jahr 2018 mit ihrem neuesten Notebook auch weiterverfolgen wollen. Das Trackster P14B kommt mit einem Aluminiumgehäuse in Silber oder Schwarz, welches im Ersteindruck sehr hochwertig wirkt und den Anschein macht, dass hier nichts knarzt oder wackelt. Auf der Oberseite des Notebooks hat man außerdem das Logo in glänzendem Silber, sodass mich das gesamte Design auch ein wenig an ein MacBook erinnert. Auf der rechten Seite befindet sich dann ein USB- und AUX-Anschluss sowie ein MicroSD-Kartenslot, um den Speicher von 256 GB SSD zu erweitern, und den DCIN-Anschluss, um den Akku von 5500 mAh aufzuladen. Zum Akku kann ich aber im Ersteindruck noch recht wenig sagen, ob der jetzt halt wirklich lang hält oder ob ich da vielleicht nur einen Tag mit ausgekommen bin, also dazu erfahrt ihr dann deutlich mehr im Review. Auf der linken Seite befindet sich dann ein USB-Anschluss sowie ein Mini-USB- und USB-C-Anschluss. Da man beispielsweise mit dem USB-C-Anschluss sich an einen externen Monitor nochmal anschließen kann, sodass man, sage ich mal, mit zwei Monitoren beispielsweise arbeiten kann oder allgemein einfach einen größeren Bildschirm hat im Vergleich zu dem kleineren Bildschirm des Notebooks. Klappt man dann das Notebook auf, bekommt man das 16:9 und 14,1 Zoll große Full-HD-Display zu Gesicht, was mich im ersten Eindruck nur teilweise überzeugen konnte. Da die Farben eigentlich in Ordnung gehen, aber die Blickwinkel, die Helligkeit und die Schärfe mir in den ersten paar Eindrücken noch nicht so gut gefallen haben. Aber das kann sich natürlich bis zum Review auch etwas ändern. Oberhalb des Displays befindet sich dann noch eine 2-Megapixel-Webcam, die man aber für gewöhnlich fast gar nicht nutzt. Die Tastatur mit dem deutschen Layout gefällt mir im Moment noch sehr gut, da das Schreibgefühl und die Druckpunkte echt gut sind. Aber wie gesagt, es kann sich genauso wie die Schärfe und einfach das Bild von dem Display in ein paar Tagen oder im Laufe des Tests ändern. Unterhalb der Tastatur befindet sich dann nur noch das Trackpad in Schwarz, sodass man einen Kontrast zum Silber hat. Wie allerdings hier die Bedienung ist und wie die Gesten funktionieren und ob das alles flüssig läuft mit dem Trackpad, kann ich auch noch nicht so wirklich beantworten. Wie gesagt, es ist ein Ersteindrucksvideo und es werdet ihr alles dann genauer im Review erfahren. Eine etwas kleinere Besonderheit gibt's aber dann doch noch, da in dem Trackpad links oben ein Fingerabdrucksensor platziert ist, um das Notebook eben entsperren zu können und nicht ständig ein Passwort oder dergleichen eingeben zu müssen. Bepowert wird das Trackster P14B mit einem Intel Pentium Quad-Core N4200 Prozessor, 4 GB RAM und einem internen Speicher von 64 GB sowie einer SSD mit einer Speicherkapazität von 64 bis 512 GB, je nachdem welche Variante man eben wählt. Zur Performance kann ich ebenfalls noch relativ wenig sagen, außer dass man deutlich mit Word und allem arbeiten kann, also so im alltäglichen Gebrauch läuft's flüssig, aber man merkt schon an den Specs, dass man hier eigentlich kein High-End-Notebook hat, sondern dass es eher für den Bürobedarf ist, weil man hiermit keine 4K-Videos schneiden kann oder die großartigen großen Gaming-Spiele spielen kann. Im Moment sieht also alles danach aus, dass das Trackster P14B einfach ein Notebook für den Bürobedarf ist oder für den alltäglichen Menschen und nicht für aufwendige Videoproduktionen oder einfach so eine schöne Gaming-Experience.